Das Drama, es geht wieder los. Herzlich willkommen. Wir haben noch 8 Sekunden und das Spiel läuft weiter. Tadam. Ja, wir stehen jetzt in der tollen Karte Farben des Glaubens kurz vor dem Krieg. Ja. Das Nebelvolk. Und der Krieg kommt. Und ich mach mal Regen. Mach bitte mal Regen. Die dürfen uns nicht erreichen. Regen. Ich darf ja leider keinen Sommer machen, aber zumindest darf ich Regen machen. Ah, angenehm. Gut, dann kommt zumindest da niemand rüber. Das ist ja schon mal was. So, jetzt wird es natürlich gleich hier richtig wild, weil hier natürlich trotzdem das Nebelvolk rüberrennen wird. Ist es bei dir auch über die Brücke gekommen tatsächlich? Ja, das ist auch über die Brücke gekommen. Aber da kommen auch andere Einheiten. Also da kommt nicht nur Nebelvolk, da kommt auch anderer Kram rübergeommelt. Belagerungskanonen. Belagerungskanon. Belagerungskanon. Einige Siedler haben ich habe echt nicht viel Stahl. Herr Reck, mach dich bereit. Die Schützen müssen gebufft werden. Oh Gott! Oh Gott, was hier ankommen will! Schützen! Halleluja! Schießt! Also, wie war das? Ey, meine Leibeigenen. Was ist meine Leibeigenen? Die greifen doch wohl nicht meine Leibeigenen an. Doch, die greifen deinen Leibeigenen an, die sind böse. Sind voller Hass. Okay. Kannst deinen Schießplatz da wegreißen, dann kann ich meinen nach vorne schieben. Welchen? Ah, den ich hier habe. Warte, ja. Ja, guck mal, die Kirchenunterstützung ist hier. Die Kirchenunterstützung kommt netterweise. So, einen Schießplatz nach vorne. Das ist schon mal ganz schön. So, das Nebelvolk. Ach so, meine Leibeigenen haben sich hier auf den Wald. Ah, die sind hier zu dem Wald gelaufen. Ja, cool. Ja, supi. Der so, Kater hat einfach scharf. Oh Gott, die Reiter retten mir gerade hier ein bisschen die Haut. Die halten die Gegner schön auf, wenn meine Schützen die Arbeit machen. Okay. Krass. Ah, nee, ich wollte gar nicht. Ich muss hier. Ah, ich hol mal die. Hier, ich habe die 5000 Holz. Ich hol mal die Schützen. Bitte du! So, Kanonen sind am Machen. Die Kanonen legen richtig los und ich brauche ein paar Leibeigene, die sich bitte hier um den Ballisterturm kümmern. Das funktioniert nicht. Oh Gott, da hier kommt die nächste Horde. Ach du heiliger Strohsack. Wir spielen auf normal. Wir spielen auf normal. Fürs Protokoll. Aber doch sind meine Verluste nicht so groß. Ihr da, ihr seid alle entlassen. Ich brauche mehr Soldaten. Okay. Ich brauche auch mehr Soldaten. Ich meine, die sterben ja sowieso alle nach und nach hier. Oh Gott, jetzt kommt die nächste Horde bei mir auch durchgequollen. Erek! Okay, Kanonen. Wirbelschlag. Wo sind meine Kanonen? Schießt! Boah, ey, also zum Glück, es geht noch irgendwie halbwegs. Nein, bei mir nicht. Bei dir nicht? Guck dir das an, die quellen einfach drüber. Wie ihr wünscht. Einige Siedler haben. Vark ist gestorben. Ja, also bei mir quellen sie auch über die Brücke in horrenden Mengen. Und mein Eisen ist verbraucht. Ja, cool, ich habe auch keins mehr. Okay, also nein. Wird gemacht. Angriff. Kurze Karte für zwischendurch, gar kein Problem. Kann man kurz mal so mitnehmen. Wer sagt das jetzt gerade? Wer sagt das hier? Schafft ihr bestimmt auch easy ohne Probleme auf schwer. Na klar, schaffen wir es easy auf schwer. So, ich muss hier meine Verteidigungsstellung ein bisschen zurückziehen. Schaffen wir easy auf schwer. Null Problem. Nur Mut. Hab nie was Einfacheres gesehen als diese Horde, die hier angeströmt kommt. Du hast zumindest Nebelvolk, da machen deine Kanonen was. Guck dir das hier an. Hier sind alles Profitruppen. Ja, okay, geil. Läuft. Okay, ich glaube, wir spielen die Karte, wenn wir das nächste Mal spielen, auf leicht. Würde ich sagen. Ich hätte einfach 200 Kanonengießer dahinstellen müssen, dann wäre vielleicht niemand über die Brücke gekommen. Möglicherweise. Ich muss die Kanonen wieder zurückziehen ein bisschen. Ja, die schießen schon wieder auf meine Leibeigenen. Alter. Vor allem, ich habe das Gefühl, das ist. Kommen die eigentlich permanent so an? Wenn ja, wie soll man denn dagegen ankommen? Da sie 5 Sterne haben, die spawnen. Also möglich. Ja, also ich meine, die andere Frage dabei ist halt, wie soll man den Gegenangriff machen? Wie gesagt, da sie nicht. Oh, Kanone! Lauf da, fahr da doch nicht mit rein. Warum hab ich überhaupt auf Ballistenschützen gesetzt? Ich hätte einfach durchgehend nur Kanonen gießen müssen. Vielleicht würde das helfen. Das würde vielleicht helfen, das stimmt. Einfach den ganzen unteren Bereich mit Kanonengießern zupflastern. Dann kommt niemand rüber. Ah, lasst. Die Reiter müssen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Speerträger bitte. Nee, das wird nichts.
Die reißen bei mir einfach durch. Ja, bei mir auch. Die rennen einfach so. Die rennen hier einfach. Das sind so viele Kanonen. Und das ist, woraus leider 90% aller Koop-Maps bestehen. Ja. Nur teilweise in BS, da macht man noch weniger gegen so eine Truppenhorde. Was ich überhaupt nicht verstehe. Warum muss das so sein? Oh, meine Milizen kommen. Ja, mein Herr. Oh, ich schlage sie zurück. Nein, es wird Winter. Nee, ach, es wird nicht lange Winter. Ich mach direkt gleich wieder Regen. Jetzt könnt ihr zeigen, was komm, gelernt habt. Hier, muss doch gehen. Komm, Regen, komm her. Schnell. Also, danke. Ich gieß jetzt einfach mein Dorfzentrum gekillt. Das ist natürlich ungünstig. Ich gieße jetzt einfach nur durchgehend Kanonen. Ich kann nichts anderes tun gerade. Ich kann leider keine Kanonen gießen, weil mein Dorfzentrum gefallen ist. Das ist nachteilig. Aber ich könnte ein paar Leibeigene entlassen, das wäre möglich. Du müsst auf Eisenkanonen übergehen, glaube ich. Kann ich Rapid Fire. Ist das dreist, ey, diese Kacknebelkrieger. Lauf doch nicht hier hin! Hier hinten schützen uns, das funktioniert nicht. Boah. Wir kümmern uns darum. Was soll man denn da machen hier? Schieß da hinten drauf. Das weg. Also ich glaube, vielleicht wäre es tatsächlich sogar ganz gut gewesen. Ich habe keinen Platz für weitere Siedler. Ja, also ich bin gleich tot. Ich kann auch hier oben ein paar Aussichtstürme bauen. Kanonengießer. Hier oben reinballern. Boah. Ja, das ist nicht so gut. Und halt auch permanent nach, ne? Egal wie viel man von denen tötet. Ich habe interessanterweise ordentlich Kampfpunkte. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Nebelvolk hier durchrennt. Ja, das Nebelvolk füttert einfach richtig gut Kills. Bei mir gibt es halt kein Nebelvolk. Meine Kanonen machen nicht so viel Schaden. Und ich habe halt zwei Zugbrücken. Bei dir kommen sie. Ah, der hast noch den Pass da, aber ich glaube, den muss man freihacken, oder? Ja, den Pass muss man freihacken. Das heißt, die können bei dir nur über die Brücke kommen. Den hier? Den Sandstrand? Ja. Echt? Ja, der sieht aus, als wenn man ihn freihacken müsste. Ah, ja, okay, das kann sein. Ja, also sie sind auf jeden Fall alle über die Brücke gekommen. Hey, komm, ganz ehrlich, das kann auch wohl nicht wahr sein. So, wir bauen jetzt nochmal aus und dann baue ich hier noch einen weiteren Kanonengießer und dann baue ich jetzt einfach, versuche jetzt hier mit Kanonen irgendwie durchzukommen, hier die Ziegel, der Ziegel. Ja, bei mir schneiden sich aber durch die Echo durch. Ja, ja, bei mir auch. Sie sind auch bald wahrscheinlich am nächsten Dorfzentrum. Aber keine Kanonentürme sind erlaubt. Und auch nur 8 Ballistertürme, weil ist ja mega einfach, die Mission. Alle Zuschauer, die bei mir auf dem Kanal sind, haben auch schon gedacht, nö, ich gehe wieder, tschüss. Kein Bock darauf. Rage Quit. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Gebe ich mir nicht. Bei mir walzen die hinten durch die Echo gerade, aber bei dir sieht es auch schön aus bei dir. Ja, sieht schick aus, ne? Oh, aber da kommt die Kavallerie. 2500 Holz, 2500 Kann ich den hier abreißen? Das könnten wir noch schaffen. Ich kann natürlich nicht aber die Abtei abreißen, damit ich Platz kriege. Für Gebäude. Ich finde halt auch einfach super, wie die... Oh, sie sind schon durchgebrochen. Oh, das ging schnell. Das ging zu schnell. Dies ist normal, ja. Und, ich glaube, wir sollten tatsächlich auf leicht spielen. Meinst du, so fürs Let's Play natürlich nur aus Rücksicht für die Zuschauer? Aus Rücksicht für die Zuschauer, damit wir hier was haben. Also, ich frage mich bei solchen Wellen auch immer... Jetzt, wenn man nicht mal Kanonentürme hat, wie sollen wir denn dagegen angehen? Weil ich meine, es ist ja eine Sache zu verteidigen. Das ist ja ganz schön, wenn wir die Position dann irgendwann halten mit 20 Millionen Kanonen. Aber wie sollen wir den Gegenangriff machen? Das wird ja auch nochmal so eine Sache. Ironischerweise habe ich eine Idee für den Gegenangriff. Ja, mit ganz vielen Kanonen einfach durchrennen. Besser. Nicht die Brücken halten, sondern Feind irgendwo anders reinrennen lassen. Und dann mit schwerer Reiterei über die Brücken stürmen und die Spawner ausschalten, wenn die Feinde in deiner Siedlung beschäftigt sind. Das wäre eine Möglichkeit, aber das halte ich auch für ein bisschen riskant, weil die halt direkt hier in meine Burg reinrennen. Genau, und deswegen muss man schauen, die auch noch hier mit irgendwelchen Formationen. Meine Güte. Ja, komm. Okay, wo könnte man die am besten defensiv aufstellen? Also... Geschickt wäre natürlich, also was eine Möglichkeit wäre, ich könnte die Brücke natürlich abreißen einfach. Ja, stimmt, auf deiner Seite kannst du die Brücke sprengen und solange da nicht frei was. Das geht. Stimmt, eigentlich geht das. Und dann müssten wir halt beide deine Seite verteidigen.
und darüber rennen. Die Frage ist, ist alles auf der feindlichen Seite miteinander verbunden? Wenn ja, dann kommt das Nebelvolk halt auch einfach über die beiden Brücken hier rüber gequollen wie sonst was. Aber selbst wenn, ist das immer noch eine bessere Situation, weil die, weil wir mit konzentrierten Kanonenbeschuss drauf schießen würden. Ja. So, warte mal, ich schick mal, ich rekrutiere mal ein paar Reiter. Ich hoffe, mein Dorfzentrum. Ja, bei mir ist genug gestorben. Zwei Dorfzentren habe ich tatsächlich noch. Stimmt, ich war klug genug, meine Eisenecke in meiner Stadt einzurichten. Eure Bauernhöfe produzieren ich nicht. Nicht genug ich habe die irgendwo außerhalb, aber ich habe sie halt ganz oben im Norden, wo keiner hingehen wird. Erstmal. Das Problem ist nur, meine Zitadelle ist gleich kaputt. Das heißt, meine Reiter werden nicht weit kommen. In eurem Reich. Oh, und jetzt habe ich mein Dorfzentrum verloren. Ja, Herr. Dafür nein! Ach Gott, oh Gott, ey, was ist denn das hier? Was Unliebsames. Was sehr Unliebsames. Also, theoretisch die Haltbarkeit, denke ich mir, an die Zugbrücken eine Reihe von Wetterkraftwerken stellen, dahinter einfach alles mit Belagerungskanonenzug pflastern, deine Brücke sprengen, durchgehend Regen halten und wir können das auf normal halten. Halten. Halten klingt gut. Und dann können wir uns einfallen lassen, wie wir vorgehen, wenn es um... die Offensive geht. Ich höre immer noch Novator von mir. Oh, übrigens, die Koop-Map, die könnt ihr auf schwer ganz easy spielen. Genau. Gar kein Problem. Ist alles gebalanced. Problem. Ja, ist machbar, aber... Also, wir haben ja uns ja immer noch nicht komplett Mühe gegeben, ist ja klar, ne? Das ist wahr. Wir sind noch nicht auf full-on, full-power gegangen. Die Antwort auf, ob unsere Vorbereitung aber gereicht haben, war ganz klar nein. Ja. Das stimmt. Dein also, Eisen ist ganz schön dahingeschmolzen. Ich meine, das ging gut hoch, aber es ist echt ganz schön dahingerafft. Ja, wir brauchen mehr Schmieden und alles und drum und dran. Okidoki. Holz ging. Also ich glaube, in die KI die Ressourcen stecken, na gut, kann man machen. Die Reiter haben mich am Anfang gerettet, aber das war es letztendlich nicht wert. Das war es dann auch. Nee. Also gut, die spawnen halt regelmäßig nach. Das ist natürlich ganz gut, aber trotzdem, das ist halt... Die helfen, die haben als Tanks geholfen an einer Stelle, aber die nördliche Stelle wurde einfach komplett überrannt. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich wirklich besser, haufenweise Wetterkraftwerke davor zu stellen und die Leute einfach machen zu lassen. Das stimmt. Oh ja, das Einheiten-zu-Kill-Verhältnis ist sogar echt krass. Du hast sogar echt leicht positiv trotzdem noch gekämpft. Ja. Bei mir haben die Kanonen natürlich gut reingerissen. Ins Nebelvolk. Das Nebelvolk hat halt Ohren. Das Nebelvolk. Also, wenn alles verbunden ist, wie gesagt, wir kriegen die Position gehalten. Ja. Also wenn ich die Brücke sprenge, dann kriegen wir die Position gehalten. Noch ein Anlauf? Ich dachte, ja, wir können gerne noch einen machen, mein Gott, ne? Alles klar. Das, 19 Uhr ist ja noch eine Stunde, das kriegen wir jetzt easy hin. Üben schadet ja nicht. Genau. Sonst können wir nächstes Mal reinladen und dann sagen, jo. Ab läuft. Jetzt geht's rund. Der Kneipe, kurz einmal natürlich, damit niemand unsere Peinlichkeiten hier sieht. Damit wieder keiner luschern kann. So. So. Blub. Könnte auch einfach mal ein Hotkey für einrichten, das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, wir wissen also, was wir tun müssen. Wetterkraftwerke und Kanonen. Die KI ist zumindest nicht von der Art und Weise, dass sie klug genug ist, Einheiten zu priorisieren. Die greift an, was in ihrem Weg ist. An, was am nächsten ist, ja. Wäre ja auch noch schöner, wenn Novator das auch noch eingestellt hätte, ey. Wenn Simis KI wäre, dann stünden wir und denken uns, nein. Die Simi-KI. Ah, Leute. Nur was hier los? Warte da, Finn. Okay, dann mal rein. Wollen wir es auf normal weiter probieren? Ja, natürlich. Natürlich. Jetzt haben wir uns reingebissen. Auf leicht ist auch unter unserer Würde, ne? Sind wir allein das Wort leicht ist unter unserer Würde. Ja, das stimmt. Und wie leicht ist auch irgendwie zu schüchtern? Genau. Da fehlt gerade das Wort, aber irgendwie schüchtern passt ganz gut. Was wird passieren, wenn wir den Mauerbau aktivieren? Wahrscheinlich wird alles kaputt gehen. Also starten wir mal. Lustig. Wir bauen einfach vor die Brücken ein paar Mauern. Genau. Oder ganz viele Mauern. Fünf Layer aus Mauern, die uns dann möglichst noch ein paar Stunden über Wasser halten. Okay. Gut, Aufbau. Ich glaube,
Schwefel-Echo und Eisen-Echo ist eine ganz gute Sache. Ich werde wahrscheinlich auch in meiner Stadt jetzt einen Haufen gleich zusammenstampfen, damit der Aufbau schneller gehen kann. Ich auch. Tschüss, Schönbau. Es war nett mit dir. Novart hat so eine schöne Karte hier zusammengeklaut aus den Farben des Glaubens. Jetzt müssen wir... Naja, Novato hat selber Schuld. Wenn er so krasse KI einbaut, dann soll er sich nicht beschweren. Dann kann Hermann halt nicht schön bauen. Ich finde schon, dass man da die Abfall hier nicht einreißen kann. Ja, würde ich auch gern machen. Ja, jo, Spieler 2, Burg und so weiter. Verliert ihr, habt ihr verloren. Ja, F3, normal. So. So. Einreißen werden. Tschüss, tschüss. Das bleibt. Das bleibt. Ich hab mir Ziegel direkt mal eingerissen am Anfang. Ich habe mir jetzt gar keine 50 Taler aufbewahrt, weil ich das für vollkommen Unsinn halte. Vollkommen unsinnig halte. So, in dem Fall also, hast du gerade sogar recht, weil der die Bildung wird niemals fertig werden vor der Zeit. Also was soll's? Genau. So, erstmal Aussichtstürme hier einstampfen. Brunnenhaus einstampfen. Geht leider auch nicht. Schießplatz auch kann bleiben. Die Aussichtstürme, ja genau, hinfort. Weg damit! Ja, so, jetzt brauchen wir hier erstmal ein paar Leibeigene. Das Lager behalte ich für später, weil ich meine Echo hinstampfen will. Dann brauche ich ein paar Leibeigene hier so, unten. So, reiß diese schöne Befestigungsanlage an. Ja genau, 50 Taler kann ich da nicht forschen. Gib mir die Konstruktion, was soll es? Was soll der Geist? So, zweite Hochschule. Hier vorne irgendwo. Boah, ich kann hier... Pilgrim. Bauen, ne? Mach dich schon mal auf den Weg, Pilgrim. Genug Wohnhäuser durchlaufen. Baut hier bitte mal, bitte schön bauen. So, ihr geht da oben hin. Und dann holen wir... Boah, ich habe keine Ahnung, wen ich holen soll. Vielleicht hilft uns Yuki sogar weiter. Bisschen buffen, meinst du? Ja, ich höre Erik auf jeden Fall. Und nee, ja, nicht wegen buffen, sondern die Feinde vertreiben. Ja. Wobei, ist eigentlich egal, ne? Der Echo-Buff, ne, der Feinde vertreiben funktioniert auch gegen Nebelvolk nicht. Ich nehme Erik, Mary. Ja, wahrscheinlich das ist die beste Kombination. Ich werde wahrscheinlich auch, Erik einfach nicht so... Ich glaube, ich werde Mary nehmen, wegen dem Massenvernichtungspotenzial auch. Ja. So. Gut, dann tryharden wir halt. Machen wir es nochmal. Gut, müssen wir halt. So, haben wir noch 50 Taler im Köcher. Damit können wir hier noch ein bisschen Holz rausballern. Dann können wir auch gleich... Hier erstmal das bauen, hier müssen wir das bauen. Ich habe komplett vergessen, hier die ganzen Schächte zu besetzen. Das ist natürlich auch schon wieder schäbig gewesen von mir. So, ihr geht hier runter direkt zum Schwefelschacht, bitte. Einige Siedler haben schon wieder gethumbelt. Oder wie, oder was? Gibt auch noch zum Lehmschacht. Es gibt mir die Technologie erforschen lassen. Gib mir die Bildung, gib mir die Alchemie. Ihr, die ihr hier seid, hackt hier hinten Lehm. So, Mary, schmeiß mal ein bisschen Gift. Nichts lieber als das. Als ob ich euch... Nein, ich krieg das vielleicht in der Zeit. Andererseits, nein, kriegt ihr nicht. Geht an die Arbeit. Ja, erstmal Dorfzentrum besetzen. Nein, nee, erstmal hier besetzen. Genau, Dorfzentrum. Guter Punkt. Sprich da schon mal hin, Leibis. Erstmal ein bisschen Holz. Holz hacken. Platz machen. Platz scheffeln. Platz freischaufeln. Okay, die Geschichte geht hier. So, wenn die Kollegen gleich rausgehen aus der Hochschule, dann müssen wir hier... Kein Problem. Ach Mensch, der hat ja noch so viel Arbeitspower. Warum kann er noch so gut arbeiten hier? Na gut, kann er nicht. So, jetzt müssen wir gleich die Überstunden anschmeißen. Jetzt gehen sie nämlich alle nach Hause. Überstunden. Ja, meine Bildung kommt nicht rechtzeitig durch, aber es ist schon in Ordnung. Meine wird schaffen, hoffe ich. Alchemie wurde rechtzeitig geforscht. Ich habe gerade die Überstunden angeschmissen. Ich habe es zu früh gemacht bei mir. Ich hätte das erst machen sollen, wenn die schon ein bisschen geforscht hatten. Aber jetzt machen die so oder so ihre elendige Pause. Jetzt macht hier die paar Prozent, 90. Und schafft es doch. Oh, sie haben es nicht geschafft. 2 Sekunden zu spät, ihr lächerlichen. Wertlos. Wertloser Abschau, meine Güte. So, was brauchen wir denn? Ich brauche Lehm. Und Holz. Hack mir Platz für eine Kapelle, muss hier rein. Das geht ganz einfach. So, genau. Ja, Platz für eine Kapelle. Hoch mit den Zieglern. Ja, Kapelle passt. Passt da so rein. Und da könnte ich natürlich noch ein bisschen mehr Platz irgendwie reinschaufeln, aber das ist schon okay so. Der Aussichtsturm kann auch noch weg.
Ihr habt hier ein bisschen Holz, bitte. All eure Wohnhäuser sind belegt. Und dann kann ich noch zwei weitere Leibeigene. Quetscht die Kapelle hier rein. Über das Wissen über eine neue Irgendwie. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Das ist die Frage, es ist echt die eigentlich große Frage, wie macht man das mit Wohnhäusern? Wann fangen wir an mit Ziegelhütten? Ich habe so viel Stein und Holz direkt am Anfang gehabt, dass ich direkt einen Haufen Ziegelhütten neben die Lehmgrube gesetzt habe zum Start. Okay, ja, das ist ja na, gar nicht so verkehrt. Gut. Ich hab da getan, läuft der Pegel rum. Wolltet. Das gibt's ja nicht. So, Mary und Erik, wieso kämpft ihr nicht? Wieso steht ihr da rum und quatscht miteinander? Och, die halten ein Pläuschen und machen Kaffeekränzchen hier. Das passiert ja nicht. Unvorstellbar. Unvorstellbare Brut. So, also ich mache hier nichts mit Schönbauen. Können aber sowas von vergessen. Ja, jetzt seht ihr, was ihr davon habt. Nutzlose Abschaum. Ach ja, apropos Steuern hoch. Apropos. Apropos Bevölkerungsbestrafung. Ich weiß nicht, wann ich hier die Festung reinschmeißen soll. Ich glaube, das hat noch kurz. Ja, hat noch eine Weile. Moment. Aktuell geht es ja erstmal darum, dass wir richtig Massen sammeln. Ja. So, muss ich natürlich gleich hier Mathematik erforschen. Wenn ihr meint, damit wir dann schon mal Richtung eure Burg gehen. Ihre Steuern. Nicht Richtung Burg, sondern Richtung Diebesgilden, Diebesbande. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Diebe. Bortmann Sägewerk. Sägewersch. Ihr braucht mehr Holz oder Hütte. Ja, Holz von der Hütte wird gebraucht. Macht mir hier die ganze Schönheit, die hier aufgebaut wurde, reißt sie ein. Wer fühlt das gerade wie Saruman? Der wunderbare Wald von Fagorn liegt vor unseren Türen. Brennt ihn nieder. Einfach weg. Alles kaputt machen. Wenn's denn sein muss. Ich glaub ja, so, jetzt fehlt mir Holz. Im Namen der Industrie! Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Heulig. Im Namen des Herrn! Wenn und Helias hier. Wiederkommt. Ein bisschen lauter werden. Dann. Wie was? Ihr wünscht. Wollen wir noch? Soll ich hier noch eine Ziegelhütte hinbauen? Nee, ich will Alchemisten. Ah, egal, komm. Wir gehen jetzt erstmal hier Steine hacken. Ein paar Ressourcen können nie schaden. Wie sieht's aus mit dem Dorfzentrumplatz? Ist es noch okay? Ah, danke dir. Steinbruch wird gebaut. So, und die Burg mache ich dann beim nächsten Zahltag. Das sollte ich hinhauen. Ja, ich werde aber noch einen Zahltag Zeit lassen für mehr Leibis. Zu wenig Betten in eurem Reich. Okay, die Kirschbäume könnt ihr stehen lassen. Nee, kommt. Da kann ich sowieso nichts bauen. Baut mehr Bauernhöfe. Leben, das mit dem Holz, das wird schon vorangehen hier. Und wie sieht's aus hier? Können wir. Nee, können wir nicht. Ach so, weil hier natürlich wieder irgendwelche anderen Pappenheimer eingezogen sind. Da sind ja die schon wieder hier. Oh Gott, ey. Die machen hier auch echt so. Was, die machen echt, was sie wollen hier, die komischen. Aber wirklich? Komischen Steinmetze. Du hast schon. Ah, stimmt, ja, du hast noch von vorne an den Steinmetz stehen. Kann ich, ja. Ich kann die Lage leider hier auch nicht einstampfen. Auch schon wieder. Ah, okay. Abschlussbriefe. So, jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier genug überbehalten. Nee, komm. Hauptsache die. Zwei. Einen noch. Okay, gut. So, Hauptsache, das kriegen wir hin. Lehm. Ich benötige mehr Lehm. So. Lehm habe ich jetzt gerade gefühlt zu viel. Ich muss ein bisschen Stein sammeln. Natürlich. Lehm hackst du zu viel? Gefühlt. Dieser Bauernhof muss ja weg, ey. Der steht hier komplett. Ach, egal, komm. Ist ja, egal. Manchmal muss man einfach alles verschieben, was in der Gegend rumsteht. Ja, echt, ey. Warte, ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, das schöne Wahrheit, dass da natürlich ganz sinnvoll. Wisst ihr was? Dann sei es drum. Wenn ihr die Kirschbäume auch schon hasst, dann nehmt sie auch mit. Ich erlaube euch das. Okay, wir brauchen mehr Steine. Dann nehmen wir uns noch mal ein paar mehr Steine hier raus. Dann brauchen wir hier Bauernhöfe. Das hat auch alles gerade funktioniert. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir mal Lehm hacken. Bauen hier einen Bauernhof. Dann spielen wir es halt wie eine Multiplayer-Karte und nicht wie eine schwere Singleplayer-Karte. Genau.
Im Prinzip ist es ja irgendwie auch eh das gleiche gerade. Oh, jetzt sollte ich langsam mein nächstes Dorfzentrum durchlaufen. Auftrag. Alle Bauernhöfe sind belegt. Das müsst ihr dann mal erledigen. Einige haben nichts zu essen. Was fehlt noch? Ziegehütte wird gebaut. Okay, das ist schön. Da können wir dann noch ein bisschen Holz irgendwann. Kameradenstück packen. Kann ich gleich einfach auch verschwinden. Tschüss. Ein Leibeigen mehr. Danke. Das wir könnten einen nicht. Bauernhof noch hinkriegen. Okay. Das ist der Brunnen, da stört niemanden, so wie der steht. Ach, hier oben Holz. Welcher Brunnen stört niemanden? Der hier. Der steht da und der steht nicht im Bauplatz. Ah. Stört meinen Bauplatz nicht. Ja, das stimmt. Das sieht gut aus. Der Sägewerker soll sich mal nicht so anstellen. Die Priester. Jetzt aber. Die Steine kriege ich schon noch. Also auf zu zicken, Mentor. Was sagen denn unsere Punkte hier? Weil im Gegensatz. Wow, wir sind schon wieder. Guck mal in die Punkte rein. Wir sind schon wieder synchron. Sind schon wieder abnormal. Wie passiert das? Wie passiert das, dass wir einfach immer genau gleich viele Punkte haben? Purer Skill. Stark, genau so geht das weiter. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Okay. Leider kein Platz für weitere Arbeiter, aber gleich. Ja. Ja. Ist die Frage, auf wie viele Leibeigene gehen wir hoch? Alle. Alle. Alles, alle. Was ja. Alles, was geht, alles, was mitgenommen werden kann. Pure Power. Die baue ich mal aus und hier gebe ich schon mal Handelswesen auf. Die hier oben am Holzhacken seid, kommt hier runter, macht schon mal bereit, dass hier hinten nach einem Lehm-Eco, Holz-Eco, Stein-Eco entsteht. Ja, was für eine Echo? Er schießt mich einfach. Holz, Stein, Getreide. Es gibt hä? Jetzt eine Getreide-Eco. Alle Bauernhöfe sind plötzlich ein Siedler 6 gelandet. Haben ja. Nichts zu essen. Das war schön. Das warte mal, die gehen so und die gehen so. Genau, so bauen wir das hier. So muss ich das hier hinbauen. Ja, passt. Passt wunderbar. Okay, das passt dann wunderbar für Schmiede. Meint ihr hier oben, ihr seid wirklich fertig? Hier unten sind Lehmhaufen. Schlagt sie. Mit der Faust ins Gesicht. Vorzugsweise. Hierfür benötigen Zahnrad. Wir mehr Taler. Steine. Komm schon, Zahltag. Ich will mein Handelswesen. Und Wohnhaus. Okay. Ist ein bisschen übertrieben, was ich hier mache, aber ist egal. Komm, Schmiedehütte. Ich baue jetzt die erste Schmiedehütte hier. Ablassbriefe. Und dann geben wir hier. Zahnrad geht nicht. Legierung können wir machen. Machen wir Legierung. Machen wir die Legionen. Die Legionen bewegen sich. Die Legionen rennen los. Ah, ich habe hier noch so viele Lackringen. Ach Mensch. Dann sollen die mal hier Steine hacken gehen. Wobei, nee, ich brauche eigentlich Holz und Lehm viel dringlicher. Also, Lehm wären viel dringlicher. Ah, das wäre auch eine gute Sache, hier ein Wohnhaus hinzusetzen. Kommt hier rüber, hackt hier mit Holz. Macht den Platz frei. Das Gebäude ist ausgebaut. Ah, machen wir mal so. Hauen wir mal dahin. Ein Schmied. Na schön, dass der Schmied schon mal beginnt. Aber wir brauchen auch unbedingt noch ein paar andere Sachen hier. Ich brauche auch hier ein paar Wohnhäuser. Ist gut. Ich hab getan, okay. Was ihr wolltet. Mehr Leibeigene. Es gibt zu wenig. Ich benötige mehr Leibeigene. Wie sieht es mit der Forschung aus? Na, das können wir geben. Können wir hier Vollgas geben. Dann das Dorfzentrum ausbauen. Lehm! Geht nicht. Geht nicht. Ihr benötigt mehr Lehm. Lehm und Holz und Stein. Alles fehlt. Aber wirklich. Ich möchte gerade einfach nur meine erste Steinmetzhütte bauen. Lass mich Stein-Eco-Spiel. Ich kann noch nicht mal. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ich habe noch nicht mal die Technologien dafür. Das wird richtig doof. Richtig blöd. Ah, ich habe zu wenig Leibeigene für alles. So, jetzt. Steinmetz. Schön wär's. Achso, nee, warte mal. Hier, dann. Zug der Flasche. Noch ein bisschen Lehm hacken, oder? Ach komm, nee, hier. Holzhacken. Zug der Flasche. Ist das nicht, wenn wir beide im Zug sitzen? Ich hatte spezifisch gehofft, du würdest das nicht sagen. Na, ist ja auch nicht so. Hallo, wir haben gestern gegen Matthias und gegen Roma ein krasses Unentschieden geholt. Aus vollkommen eigener Kraft. Aus eigener Kraft.
Alle Bauernhöfe sind belegt. Ja, weil wir gut sind einfach. Genau, wir haben den Maschinengott halt einfach geplättet. Weißt du, das ist das zweite Mal, dass irgendwelche technischen Katastrophen bei unseren Spielen passieren. Ich glaube, wir bringen Unglück. Wird erledigt. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, wie oft früher einfach irgendwelche technischen Katastrophen passiert sind, war das jetzt echt okay noch? Ich denke auch. Irgendwie klar. So, ich brauche mehr Leibeigene. Ah, ich muss hier ausbauen, das Dorfzentrum. Und dann brauche ich mehr Leibeigene. So, und dann ist eh wieder alles dicht. Okay, gut. Ich habe gerade Ressourcen. Das heißt, jetzt kommen... Warum machst du sowas? Mach sie weg! Ja, ich bin dabei. Gut. Ich bin schon dabei, keine Angst. Wir dürfen keine Ressourcen haben, das ist verboten. Wird nicht lange dauern, dann sind gleich alle wieder weg. So, das heißt, hier schicken wir ein paar Kollegen zum Lehmhacken runter. Und hier oben können wir dann eigentlich schon mal anfangen, die Hütten hinzusetzen. Und schon ist das Lehm wieder ausgegangen. So schnell geht das. Ist das Steinmetz? Ich habe noch so viel, Steine. Was soll denn das hier? Dann geht halt Lehmhacken. Dann Legierungen. Buchdruck kommt jetzt gleich. Nächsten Zahntag habe ich genug. Okay, gut. Kirche. Ah, da ziehst du das noch alles. Nicht ganz so schön. Okay. Stadtzentrum. Ja, geben wir uns mal direkt ein Stadtzentrum. Warum nicht? Wenn das geht. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Und dann kann ich bald Uhren bauen. Mathematik, besser Mathematik als gar nichts. Forschen gerade so. Besser Mathematik als ganz dumm. Genau. Und dann können wir auch ein paar Uhren setzen. Wenn ihr einfach oben neben die Burg gequetscht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht. Okay, wie viel habe ich? 144 Leibeigene habe ich. Na komm, dann machen wir auf die 150 zumindest voll. Ja. Das kriegen wir nur noch hin. So, die Forschung läuft. Wir haben noch 23 Minuten und wir sollten die Folge beenden. Kerling. Na, korrekt. Korrekt, so ist das. Ah, sowas. Ja, das war schön heute. Wir sind zum zweiten Mal gescheitert, aber es sah schon nicht mehr ganz so schlimm aus wie beim ersten Mal. Und jetzt machen wir es richtig gut. Sind wir mal gespannt, wie es wird. Bis dann. Tschüss.